Und wir beginnen mit einer Eilmeldung. US-Präsident Joe Biden hat Angriffe mit taktischen ballistischen Attackams-Raketen auf russisches Territorium genehmigt. Dies berichtet die New York Times. Nach Angaben ungenannter Beamter des Weißen Hauses könnten sich diese Schläge vor allem gegen Soldaten in der Region Kursk richten. Dem Bericht zufolge änderte Biden seine Haltung zu westlichen Waffeneinsätzen gegen Russland nur 2 Monate vor dem Ende seiner Amtszeit. Andere US-Medien brachten ähnliche Informationen. Nach Angaben von Reuters plant die Ukraine in den kommenden Tagen erste Angriffe mit Attackams Langstreckenraketen auf die Region Kursk. Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte im September, dass Angriffe mit Langstreckenwaffen gegen Russland die NATO-Länder direkt in einen Konflikt mit Russland verwickeln würden. Es geht also nicht darum, dem ukrainischen Regime zu erlauben, Russland mit diesen Waffen anzugreifen oder nicht. Hier geht es um die Entscheidung, ob die NATO-Länder direkt in einen militärischen Konflikt verwickelt sind oder nicht. Das würde bedeuten, dass sich die NATO-Länder, die Vereinigten Staaten, die europäischen Länder im Krieg mit Russland befinden. Und wenn das der Fall ist, dann werden wir, um das Wesen dieses Konflikts zu verändern, auf der Grundlage der Bedrohungen, die uns drohen, entsprechende Entscheidungen treffen. Die Ukraine hat am 17. Oktober 2023 Attackams Langstreckenraketen von den USA erhalten. Diese Raketen haben eine Reichweite von 160 bis 300 Kilometern. Dank des GPS-INS-Systems zeichnen sie sich durch eine hohe Genauigkeit aus und können zum Angriff auf verschiedene Ziele eingesetzt werden. Attackams sind sehr manövrierfähig und können Luftabwehrsysteme überwinden. Bei den Raketensprengköpfen kann es sich um Streu- oder Splittersprengköpfe handeln. Und kurz darauf kündigte der russische Präsident eine Änderung der Nukleardoktrin des Landes an. Demnach wurde die Schwelle für den Einsatz aller Mittel aus dem Atomwaffenarsenal des Landes deutlich gesenkt. In der aktualisierten Fassung des Dokuments wird vorgeschlagen, eine Aggression gegen Russland durch einen Nicht-Atomwaffenstaat, aber mit Beteiligung oder Unterstützung eines Atomwaffenstaates als deren gemeinsamen Angriff auf die Russische Föderation zu betrachten. Medienberichten zufolge haben nach den Vereinigten Staaten auch Frankreich und das Vereinigte Königreich Genehmigungen erteilt. Dabei geht es insbesondere um die Genehmigung, mit Scalp Storm Shadow Raketen tief in russisches Hoheitsgebiet einzudringen. Dies berichtet Le Figaro, eine der führenden französischen Zeitungen. Die Raketen fliegen in einer Höhe von 30 bis 40 Metern, nutzen GPS-Daten und das System zur Flugbahnkorrektur, sind in der Lage, das Gelände zu umkreisen, die Richtung zu ändern und sich dem Ziel unbemerkt von Luftabwehrsystemen zu nähern. Die Reichweite beträgt mehr als 250 Kilometer. Und wozu diese Genehmigung des Weißen Hauses führen wird und welche Szenarien möglich sind, genau darüber sprechen wir mit dem Geopolitik-Experten Thomas Penn jetzt live. Guten Abend, Herr Penn, ich grüße Sie recht herzlich. Guten Abend, ich freue mich, hier zu sein. Also, was halten Sie denn jetzt von diesen Berichten, wonach der scheidende Präsident Joe Biden Kiew erlaubt hat, von den USA gelieferte Langstreckenraketen für einen Angriff auf Russland einzusetzen? Wie bewerten Sie das? Ja, nach Trumps Sieg, also sage ich, das ist nicht sehr überraschend. Also, ich war heute nicht überrascht, aber es kam ziemlich, also die Ereignisse heute waren etwas zum ersten Mal richtig, also habe ich etwas einen Schreckkick bekommen. Also das ist jetzt sehr ernst. Wir haben jetzt insgesamt Berichten zufolge 3 NATO-Länder geführt von Washington jetzt, die mit Langstreckenraketen Russland angreifen wollen. Und wir wissen, wir kennen die rote Linie, also Russlands. Wenn sie mit solchen Waffen angegriffen werden oder sollten, ja, es könnte sehr schlimm enden. Und ja, also zum ersten Mal habe ich richtig ein bisschen, würde ich mal sagen, etwas Angst bekommen. Also einen Schreck bekommen, könnte man sagen.
Also Angst haben jetzt natürlich auch viele Beteiligte, auch Leute, die das jetzt gerade bewerten. Aber Sie haben jetzt eben ein Thema angesprochen, und zwar, dass damit zu rechnen war. Warum, glauben Sie, wurde diese Entscheidung denn an die US-Medien weitergegeben, anstatt einen Überraschungsangriff auf Russland zu starten? Und inwieweit könnten diese Berichte ein Zeichen für den Versuch der USA sein, Russland unter Androhung eines Raketenangriffs zu Verhandlungen zu zwingen? Könnte das eventuell ein Druckmittel sein? Ja, es ist interessant, weil ich bin der Meinung, Trump hätte das, was auf uns zukommt, also diesen Krieg wird meiner Meinung nach mit oder ohne Trump von den USA aus weitergeführt. Der hätte versuchen können, Eskalation zu verhindern, aber diese sogenannte Sumpf- oder Deep State, die wollen diesen Krieg haben. Und der muss auch sich da auch damit beschäftigen. Also der ist etwas so eine Trump-Card sozusagen. Aber was Biden angeht, hätten die Demokraten als Sieger bei der Wahlkampf, wären sie als Sieger da rausgekommen, dann wäre der Krieg weitergeführt natürlich und unterstützt. Und sie hätten ja, die Ukraine hätte sich keine Sorgen machen müssen um weitere Finanzierung. Mit Trump ist das so eine Sache, man kann nicht sicher sein, was er macht. Das ist nicht klar. Ob sie damit versuchen, jetzt irgendwie die Russen so abzuschrecken, kann auch sein. Aber die Russen lassen sich nicht einschüchtern. Ich bin fest davon überzeugt. Und was die hier gestartet haben jetzt, ist ziemlich gefährlich. Gefährlich ist es allemal, und ich glaube, eine Einschätzung, ne, wie man so schön gesagt hat, man würde rote Linien überschreiten oder es wäre ein Spiel mit dem Feuer, ist jetzt, glaube ich, noch zu milde formuliert. Warum, glauben Sie, geht denn Joe Biden ein solches Risiko ein, wo er gerade noch 2 Monate im Amt ist oder sein wird, bevor er die Macht dann an Donald Trump übergibt, der den Krieg dann beenden will? Könnte das eventuell Kalkül sein? Ich denke, das könnte ja auch ein Versuch sein, denn in so eine Lage also einzeln zu ziehen, wo es gar keinen Ausweg mehr gibt. Ja. Der muss handeln dann und reagieren und den Krieg weiterführen. Sollte jetzt die NATO-Länder unter Führung Washingtons wenn sie jetzt Russland angreifen, wie sie es, wenn sie zulassen, dass die Ukraine Russland angreift, dann betrachten die Russen das als Angriff von den Amerikanern und NATO. Und ja, dann gibt es ja auch natürlich dann keinen Ausweg mehr für Trump. Ob der es wollte oder nicht, dann ist er praktisch gefesselt. Und ja, also das könnte ja auch mal ein Versuch sein, die russische Führung abzuschrecken, aber ich bin eher der Meinung, dass sie diesen Krieg weiterführen wollen, und die wollen den haben. Und so wie es aussieht, würden sie den auch kriegen. Ja, jetzt hatte man in den letzten Tagen den Eindruck, zumindest wurde es so vermittelt, dass es einen fliegenden Wechsel sozusagen im Weißen Haus geben würde. Denn Biden hat ja Trump kürzlich im Weißen Haus empfangen und einen reibungslosen Machtwechsel versprochen. Welche Art von Eskalation bedeutet also diese gemeldete Raketengenehmigung für diesen Übergang? Welche Auswirkungen könnte das haben und welche Debatten könnten dabei jetzt entstehen im Weißen Haus? Ja, nein, diese sogenannte Übergang, das ist so Übergabe. Das ist eher so politisch, so Show. Und Biden hat ja auch als, wenn nicht noch Präsident, als dann nachher normaler Bürger dann auch da viel zu verlieren, was seine Familie angeht, was seine Finanzen angeht, was der Krieg hier jetzt angeht, das wird fortgeführt. Ich bin fest davon überzeugt, dass es gibt, Washington ist gebunden jetzt, die haben es jetzt so weit kommen lassen, dass es gar keinen Ausweg mehr gibt. Also es geht letztendlich um den US-Dollar und Verteidigung, diesen Dollar. Und entweder verzichtet Washington auf seine Macht und lässt Russland sozusagen siegen auf diese große geopolitische Ebene, oder
Naja, die knien sich hin und aber das macht in die Washington ja auch nicht. Also ja. Jetzt kommen wir nochmal auf das Thema zurück, dass Russland eindeutig gesagt hat, wo die rote Linie ist. Kommen wir nochmal auf das Thema zu sprechen. Die New York Times berichtet ja auch, dass US-Beamte die russischen Warnungen ja vor einer Eskalation nicht wirklich ernst nehmen oder ernst genommen haben. Was ist denn aus den potenziellen Gefahren eines Atomkriegs geworden? Das kann man ja nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Ja, das ist interessant. Also ich glaube, die sind auch fest davon überzeugt, also vielleicht nicht Trump unbedingt, sondern seine, diese Minority da in der republikanischen Partei. Aber Washington im Großen und Ganzen, die sind so wahnsinnig. Die sind überzeugt, dass sie einen Atomkrieg gewinnen können. Und die glauben auch, sie sind fest davon überzeugt, dass Putin nur mit Putin und die Russische Föderation nur mit solchen Machtdemonstrationen überzeugen können. Und ich glaube nicht, dass sie den ernst so ernst nehmen. Also der hat diese rote Linie ausgesprochen. Aber das sollten sie schon tun. Also es ist, sollte denen eindeutig klar sein nach naja, 2,5 Jahren, dass der Mann und dass die russische Regierung, dass die es ernst meinen. Die haben es oft genug gesagt und letztens hatten wir den Telefonat mit Scholz und Putin hat sich nochmal ganz eindeutig ausgedrückt und hat klargestellt, worum es geht da in Ukraine und was sie wollen und die sollten diese Warnung ernst nehmen. Und das scheinen sie überhaupt nicht zu machen. Sagt der Geopolitik-Experte Thomas Penn zu den gefährlichen Entwicklungen und den Äußerungen der Freigabe der ATACMS-Raketen an die Ukraine durch die USA. Vielen Dank für Ihre Einordnung und einen schönen Abend noch. Wünsche ich auch. Schönen Abend noch.